Hallo Leute, euer Profit Trader hier mit einem neuen Video und die Premiere meines Trades. Also ich habe meinen ersten Trade über Internet, sag ich jetzt mal, abgeschlossen, beziehungsweise ich bin gerade da in den Verhandlungen. Der Simon, der Yu-Gi-Oh! Freak for Win, der hat seine Karten jetzt zuerst geschickt und hat mir da auch sein Vertrauen gegeben. Ich glaube, er ist 9 Jahre alt, wie er mir das gesagt hat. Aber das spielt ja keine Rolle. Also ich zeige mir eben die Karten, die er mir gegeben hat. Das ist einmal ein ultimativer Drache in Gold Rare, ein dunkler Magier, zwei weiße Drachen aus dem Starterdeck, ein Blue Eyes White Dragon, das ist der neuere aus dem Starterdeck Kaiba, und einen Rare dunklen Magier. Leider ist der Trade so nicht ganz zustande gekommen, weil die Karten doch in einem sehr, ja, ich sag mal, nicht schlechten, aber in einem bespielten bis stark bespielten Zustand sind. Und das ist für mich als Sammler natürlich absolutes No-Go, würde ich jetzt mal sagen. Ja, kann man vielleicht sehen, die Ecken sind alle eigentlich so ein bisschen abgerundet. Allgemein nicht so ein guter Zustand, wie man sich das erhoffen würde. Und Zustand habe ich natürlich vorher nachgefragt und er sagt auch, die Karten sind in gutem Zustand. Aber gut, das empfindet dann ja in dem Moment jeder anders. Wir haben jetzt aber einen anderen Trade festgemacht, da komme ich aber gleich zu. Den legen wir mal hier hin. Die Karten, die er von mir bekommen hätte für diese Karten, die er mir geschickt hat, ist einmal Ernste Warnung in Super Rare aus Satin. Zweimal Rettungskaninchen aus Satin in Super Rare. Einmal feierliches Urteil in Secret und einen Baumfrosch in Starfoil. Wir haben uns jetzt so geeinigt, dass er für seinen blauäugigen ultimativen Drachen, weil der ist noch in Ordnung, also da ist so von vorne ist da nichts. Der hat zwar hinten hier so eine kleine Macke, aber da will ich jetzt mal nicht näher drauf eingehen und ist ja auch doof, wenn man die Karten dann alle so wieder zurückschickt, ohne da jetzt einen Trade zustande zu bringen. Da hat keiner was von. Und für die Karte bekommt er jetzt von mir Ernste Warnung in Super und ein Rettungskaninchen in Super. Ich hoffe, damit ist er auch einverstanden. Aber denke schon, wir haben das ja abgesprochen. Brief kann ich heute noch nicht fertig machen, weil ich keine Briefmarken habe. Aber ich werde mich gleich morgen mal zur Post begeben und mir da welche kaufen. Ja, das war's zum ersten Trade. Er ist ein Daumen hoch, guter Trader. Also, er hat seine Karten zuerst geschickt und mir damit auch sein Vertrauen entgegengebracht. Kleinen Bonus hat er auch noch beigelegt. Und zwar hier ein doppelköpfiger Donnerdrache und dann noch so ein paar normale Karten. Ich glaube, ein rechtes Bein der Exodia war dabei, aber in gefälscht. Also nichts Besonderes, sage ich jetzt mal, aber mit dem hier, das finde ich schon cool. Danke dafür. Und ja, guckt ruhig mal auf seinen Channel. Ich schreibe den sicherlich in die Beschreibung rein. Und das war's mit dem ersten Trade. Ich hoffe, dass ihr mir auch nochmal wieder Anfragen schickt zum Traden. Ich verschicke meine Sachen wirklich. Ich kann es nicht oft genug sagen. Mein eBay-Account, der hat nur positive Rückmeldungen. Ja, probiert's einfach aus. Tradet mal mit mir und dann seht ihr ja, ich bin kein Scammer oder wie auch immer. Der Simon, der kriegt seine Karten auch. Hier Rettungskaninchen und Ernste Warnung und Super Rare. Und von daher glaube ich, vom Wert her recht ausgeglichen. Und ja, bis zum nächsten Video. Das war das erste Trade-Video von mir. Und bis dann.